So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Planet Zoo. Beim letzten Mal haben wir ja das Vivarium gebaut. Und wie ich jetzt festgestellt habe, es gibt doch Tiere für Südafrika, die in ein Gehege kommen können. Allerdings gab es die nur im DLC Südafrika, was halt auch erst kürzlich erschienen ist. Deswegen war ich dem hier da nicht so. Also wusste ich nicht so genau, dass es das gibt. Gibt auch ein paar neue Vivarientiere, vielleicht bringe ich die auch noch ins Vivarium mit rein. Aber ja, dieses Mal, also heute werden wir erstmal ganz kurz gucken. Diese Äffchen sind eindeutig niedlich, die ich da gerade ausgewählt habe. Und die sind einfach nur geil. Die kommen auch noch, auf jeden Fall. Aber heute werden wir als allererstes hingehen und ich musste gerade mal suchen. Wo haben wir sie? Ja, gut, da seht ihr es. Hier ist mittlerweile voll eingerichtet und die sind mal wieder am übertreiben. Die sind einfach mal wieder viel zu viele wahrscheinlich. Ah ne, die Tierpfleger kommen einfach nur nicht hinterher. Wo ich stehen geblieben bin, wir wollen heute mal um diese Aussichtsplattform rum halt dieses Gehege, was da schon angedeutet ist, was ihr da ja seht. Ja, wo ich jetzt erstmal dumm wie ich bin, noch eine zweite Tür reinbauen will, was unlogischerweise nicht geht. Also frag mich nicht, warum man keine zwei Türen in einem Gehege haben kann. Aber egal. Auf jeden Fall bauen wir da, jetzt wo diese Absperrung ist ungefähr, jetzt ein. Ich meine, es waren große Ameisenbären und Tapirgehege. Tapire auf jeden Fall, große Ameisenbären war, meine ich, also mit dem Vornamen bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall Ameisenbären. Bauen wir dann hier hin. Das Gehege, muss ich ganz ehrlich sagen, gelingt mir, finde ich, ziemlich gut. Einziges Problem ist, der Stressfaktor war ziemlich, ziemlich hoch. Und das mit der Tür ist im Nachhinein absolut peinlich. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass es, ja, nicht geht, eine zweite Tür drin zu haben. Und dachte, dass das halt daran liegt, dass Terrainbeschränkung ist oder sowas. Aber egal. So, nee, nur, wie gesagt, ihr seht da ja den Teil. Da kommt das Ganze dann hin. Na, finde ich sie jetzt ausnahmsweise mal. Genau da. Der große Ameisenbär und die mittelamerikanischen Tapire. Beides halt. Lustigerweise, also wusste ich so vorher noch nicht, dass beides halt nur eigentlich Einzelgänger sind und nur zu Paarungszeiten in Pärchen da sind. Heißt aber für mich und im Zoo, dass es halt generell Pärchen sind immer nur. Heißt aber auch, dass wir vier Tiere im Gehege haben werden. Zwei Ameisenbären und zwei Tapire. So, da gehe ich jetzt erstmal hin und kaufe mir halt die für Cash verfügbar sind. Ist halt einfach generell so, wenn ich keine Arterhaltungspunkte ausgeben muss, dann gebe ich sie auch nicht aus. Sagen wir es mal so. Also, finde ich, ist einfach unnötig. Weil, guck mal, da seht ihr, ich könnte zum Beispiel 7000 Arterhaltungspunkte für einen so einen Ameisenbär ausgeben. Das ist halt, ja, absolut viel zu viel, wenn man sich da anguckt, dass man für 2000 Cash da das kaufen kann. Weil 2000 sind einfach gar nichts. Und Tapire, da seht ihr es, die sind absolut billig. Aber das Problem dabei ist, was ich habe, dass ich da noch nicht wusste, dass halt nur zwei zusammen dürfen. Heißt, ich habe einen Tapir zu viel. Was allerdings auch eigentlich, ja, das ist dann halt auf Reserve im Handelszentrum. Und ja, ihr seht auch, die Stats sind absolut scheiße eigentlich. Aber die verbessern sich ja über Zeit. Ah, egal. Und ihr seht, werdet es jetzt ab sofort ziemlich häufig haben, dass ich mal in dieses Vivariencenter rübergehe. Weil halt, ja, die Vivarien zu voll sind. Und falls ich wieder ein bisschen nicht so ganz synchron bin in diesem Video, liegt daran, dass meine Aufnahme beim Abspielen hier laggt, wo ich nachvertone. Aber egal. Da seht ihr, ich bin auch gerade dabei, dass wir die Vivarien ein bisschen dekorieren können. Sind halt aber ein bisschen sehr viele. Aber egal, dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir lange genug gequatscht und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hin und bauen das Gehege. Und ja, wir sehen uns dann, wenn das Gehege fertig ist.
oder soweit halbwegs fertig ist. Und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo es fertig ist. So, da wären wir wieder. Wie ihr seht, wir sind so halbwegs fertig oder ich würde sogar sagen ganz fertig. Und da machen wir jetzt mal direkt wieder einen Abstich ins Vivarenhaus. Aber ihr habt ja schon gesehen, an diesem kleinen Weg habe ich jetzt so ein Schild angebracht mit Betreten auf eigene Gefahr. Fand ich eigentlich ganz passend, weil das ist jetzt so nach dem Motto, das ist so ein kleiner Waldweg, der nicht großartig befestigt ist, der durch den Urwald führt, dass da jederzeit irgendein Tier aus der Seite springen könnte. Finde ich, passte so ganz gut. Eigentlich wollte ich da irgendein altes Holzbrett einfach nur nehmen, was da passt, aber sowas hat Planet Zoo leider nicht. Irgendein altes Holzbrett, was in der Größenordnung ist. Also habe ich das einfach genommen, finde ich, passt trotzdem. Und ich meine, ihr seht es ja, wir haben hier ja, den einen Ameisenbaum nochmal kurz rausgehauen. Und da vorne rennt das ein Tapir rum. Dem geht es auch soweit komplett gut, wie ihr seht. Hat auch seinen Partner. Ist aber, wie gesagt, vom Erbgut her scheiße. Aber wir haben hier unter dieser Plattform deren Rückzugsort. Deswegen ist das so verwuchert da mit Büschen und so. Und ihr seht auch, wir haben hier diese Glasscheiben entfernt und haben wieder den Zaun als Gehegebarriere benutzt. Funktioniert bei denen, habe ich festgestellt. Auf jeden Fall, das wird uns später noch Probleme bereiten. Einfach wegen dem Stressfaktor, weil hier so viele Leute hinrennen und die dann angucken, dass die Tapire und Ameisenbären dauerhaft am Eskalieren sind, dass die zu viel Stress haben und so. Also das ist ein bisschen kritisch, deswegen baue ich da nachher noch den Einrichtungsspiegel hin. Und ja, dadurch sind die dann halt ein bisschen weniger gestresst, hoffentlich zumindest. Ja, an sich, ihr seht ja gerade ziemlich gut die, ja, dieses Gehege noch von der anderen Seite. Also hinter dem Fenster da von Gehege 11 da ist jetzt einfach nur ja ein bisschen Gebüsch, seht ihr da ja. Aber ansonsten, da habt ihr es ja komplett gut gesehen. Und ja, die beiden Tierarten vertragen sich auch wunderbar. Und jetzt ist erstmal so das Problem. Ich muss da jetzt erstmal Leute hinkriegen. Und dafür mache ich jetzt einen neuen Bereich. Ich werde nämlich das Galapagos-Schildkrötengehege rausnehmen aus dem Vivarian Center Bereich. Und ich kann es euch einmal zeigen, wie das funktioniert, diese Mitarbeiterbereiche. Habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt gehabt. Du wählst dann zum Beispiel halt diese ja, Sachen dann halt aus, alle, die da drin sein sollen. Halt Gehege und sonst was. Alles, was grün ist, ist nur in diesem Bereich. Alles, was blau ist, ist in einem anderen Arbeitsbereich mindestens noch mit drin. Heißt, ihr habt gesehen, ich habe das Gehege ausgewählt und die beiden ja, Strom- und Wasserquellen da. Und den einen musste ich extra erstellen, weil ansonsten hätte ich den Namen nicht editieren können oder erst umständlich. Und da gehe ich jetzt hin und stelle halt einfach die auf alles machen wiederum, weil ich hatte die so aufgestellt, dass halt zwei Stück sich um die Schildkröten kümmern, der Rest um Vivarien. Da ich das Schildkrötengehege da jetzt rausnehme oder rausgenommen habe, ist das halt nicht mehr wichtig für die. Heißt, ich kann die wieder auf normal machen. Da habe ich kein Problem, wenn ich die irgendwann mal in einem anderen Dings zuordne. In einem anderen Arbeitsbereich. Und dann wundere ich mich nicht, warum die auf einmal das nicht machen wollen. Aber ist ja auch egal. Ihr seht, jeder Arbeitsbereich braucht eigentlich sämtliche Gebäude, die einmal ausgewählt sind. Heißt, er braucht einen Mitarbeiterbereich, er braucht eine Tierpflegerhütte und je nachdem, was du sonst alles noch mit da unterteilst, halt alles, was du brauchst. Also eine Tierpflegerhütte und ein Mitarbeitergebäude mindestens, eigentlich noch eine Krankenstation mindestens, nur die muss ja nicht direkt daneben stehen. Aber mache ich in dem Fall, glaube ich, auch. Und zwar da hinten zu dieser ja, generellen Versorgung noch, was jetzt gerade mittig im Bild ist. Da kommen ein paar kleine Hütten hin, die ich jetzt gleich noch bauen werde, damit die Mitarbeiter nicht so einen langen Weg haben, weil hier hinten ja auch noch andere Tiere hin sollen. Also hier soll es ja nicht nur bei dem bleiben. Wir haben ja auch noch Jaguare, wenn ich mich nicht recht täusche, oder? Ja, Jaguare müssten es sein.
die wir noch haben, dann die kleinen Äffchen und so. Also die müssen ja alle versorgt werden. Und das passiert dann von hier hinten aus. Dann sind die Gebäude erstens weit genug vom Hauptweg weg, dass man sie nicht sieht. Und wenn man sie sieht, dann sind sie halbwegs versteckt noch im Wald. Aber sie sind auf jeden Fall außer Reichweite, dass die Leute sagen, die sind scheiße. Für ein Wohlbefinden. Ja, weil wenn die Gebäude zu nah an den Personen dran sind, die oder an den nicht beteiligten Personen, die einfach nur angucken wollen, dann ist das halt ja ein negativer Einfluss auf die, weil die nicht den Arbeitern beim beim Essen machen zugucken wollen und so. Und die Arbeiter wollen das natürlich auch nicht. Die wollen auch nicht die ganze Zeit wie Tiere beglotzt werden. Kann man ja auch verstehen. Wenn du deine wohlverdiente Pause da machst und dann auf einmal durchs Fenster von draußen Besucher reingucken, dann wärst du, glaube ich, auch genervt. Weil du dann noch nicht mal dann Ruhe hast. Ah ja, ich gucke hier gerade durch, ob ich irgendwo ein vorgebautes Teil habe. Habe ich aber anscheinend nicht. Heißt, ich muss das alles selbst bauen. Ihr seht, eine große Tierpflegerhütte. Eine Tierarztpraxis. Und jetzt kommt gleich noch ein Mitarbeitergebäude, oder? Genau, ein Mitarbeiterraum. Ein kleiner nur, weil, ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier so viele Mitarbeiter haben werden, die gleichzeitig Pause machen. Zur Not geht es ja immer schnell fixbar. Aber egal. So, und das sollte es jetzt gewesen sein, weil sowas wie ein Handelszentrum brauchst du sowieso nur einmal. Eine Werkstatt habe ich momentan genau eine für einen, ja, Handwerker. Da brauche ich auch nicht mehr. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ansonsten eine Quarantänebereich, den kann man ja universell haben, den braucht man ja auch nicht so häufig. Da kann man die in die Tierarztpraxis bringen. Und ansonsten haben wir noch irgendwas vergessen? Das Forschungslabor da, das braucht man ja auch eigentlich nur universal. Das ist ja auch nicht wichtig, wenn man jetzt sagt, das und das brauche ich jetzt unbedingt bei meinem Zoo. Oder bei meinen Gehegen direkt daneben. Das kannst du auch einfach 20 Stück nebeneinander in ein Haupthaus hauen. Habe ich auch schon mal gemacht, dass ich dann halt einfach ein Haupthaus gemacht habe, wo die ganzen Forschungsräume drin waren und sowas. Was man halt nicht braucht. So ein großes Verwaltungsgebäude sozusagen. War auch nicht schlecht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nochmal ganz zum Schluss mit einem abschließenden Rundumüberblick. Was wir alles geschafft haben. Und dann bis gleich. So, da sind wir jetzt beim finalen Überblick hier. Wir fangen direkt erstmal an hier mit dem Gehege. Einmal kurz hier schöne Sicht anschalten, oder? Ja, einmal kurz AFK gehen, man kennt ihn. So, jetzt, da war doch wieder eine Bewegung. Komm, jetzt. Jetzt sind wir bereit hier durchzugehen. Jetzt haben wir eine schöne Cinematic-Look. Und ja, wie ihr seht, hier haben wir dieses Gehege soweit fertig. Ziemlich bewaldet und so. Unten ein bisschen bepflanzt. Da geht einer durch und saugt. Und ihr seht auch da oben, die Menschen stehen da großartig und gucken. Einen schönen Felsen haben wir drin. Genug Wasser. Ein paar schöne Palmen, finde ich, die machen einen guten Look. Und jetzt nochmal von oben. Beim Hintergrund seht ihr auch die Häuser. Habt ihr eben beim Durchfliegen schon gesehen. Ja, jetzt das Ganze nochmal mit Schildkröten davor. Hier, da hinten seht ihr jetzt gut die Häuser. Ich habe mal im Internet geguckt, ungefähr ähnlich sehen die aus da. Auch so einfach Holzbalken genommen, hochgebaut und dann, ja, halt so ein Strohdach oben drauf. Also zumindest die, die ich da jetzt gesehen habe, die dann, ja, auch in so einer Umgebung standen. Habe ich mir gedacht, baue ich einfach so einfache Hütten dahin. Erstens finde ich, passt von einer Farbe gut. Zweitens fand ich, passt es auch gut, wenn man das so hat. Ja, ihr seht auch, das sieht so ein bisschen aus wie eine Straße mit dieser Brücke und so. Die Brücke brauchte ich allerdings für die, ja, für die Wärter. Aber jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.